Das ist immer ein bisschen eklig hier mit dem Boden, der da so sich verfärbt, also verschmutzt natürlich. Naja, gut. Und die Luft natürlich auch. Realistisch ist es ja, das stimmt. Aber schön ist es nicht. Denn hier die Sonne unter. Das ist aber ein bisschen sehr verschwommen alles da hinten. Ne? Da muss ich mich mal nachher in Ruhe dran setzen nach dieser Aufnahme und mal gucken, warum das so ist. Weil schön ist das natürlich nicht. So, das Industriegebiet braucht noch ein bisschen was. Machen wir, gar kein Problem. Kriegt hier was? Ach, hätte ich auch hier hinten machen können. Guck mal, das machen wir auch. Nehmen wir hier wieder weg. Setzen wir hier mit was dran. Hier, hier, hier. Hier, hier. Mal gucken, Wasser haben wir hier. Nein. Jetzt ja. Ich finde diese Farbe von den Lampen finde ich ein bisschen... ja, sehr ekelig. Sieht nicht so schön aus. So, wir brauchen gleich schon wieder Einwohner. Das ist klasse. Das geht hier super voran. Führen wir diese Straße parallel zur anderen. Ja, da sieht das hier natürlich jetzt überhaupt nicht gut aus. Naja, wir lassen es jetzt vorerst so. Hier, hier. Und hier. Und hier. Was war das gerade? Achso. Okay, da ist alles gut. Selbst nachts haben wir hier noch 14 Grad. Ist das nicht herrlich? Wir könnten ja die hier gerade durchziehen, sag ich mal. Wo würden wir denn dann hinkommen? Wenn wir hier durchziehen, schließen wir hier an. Aber das könnte ein bisschen knapp werden. Können wir mal überlegen, ob wir die hier machen wir oben drüber. Ne, die hier machen wir unten drunter. Unter die Bahngleise durch. Und die hier machen wir oben drüber. Hey, herzlichen Glückwunsch. Würdiges Dorf, 1000 Einwohner haben wir. Wir haben ein neues Gebiet freigeschaltet. Und neue Features. Wir können Stadtviertel benennen, Richtlinien setzen, ein zweites Darlehen aufnehmen. Och, wir haben bisher nicht mal eins gebraucht. Wir können die Viertel spezialisieren und Dienstleistungsrichtlinien anpassen. Neue Dienstleistungen haben wir hier. Die Feuerwehr, Polizei und einzigartige Gebäude. Industriespezialisierung haben wir jetzt freigeschaltet. Forstwirtschaft und Landwirtschaft. Das ist sehr schön und... Richtlinien können wir setzen für den Stromverbrauch, den Wasserverbrauch und wir können die Rauchmelderverteilung anordnen. Das ist super. Und zu den neuen Dienstleistungen natürlich auch wieder hier die passenden Gebäude. Polizei und Feuerwehrwachen. Und hier, das ist auch ein Mod. Den hatte ich runtergeladen aus dem Steam Workshop schon vor Ewigkeiten. Ghostbusters. Fand ich ganz cool. Und damit unsere Einwohner glücklich und zufrieden sind und damit noch mehr kommen, setzen wir jetzt auch direkt die Feuerwehr und die Polizei ein. Und machen das hier, ich mache das immer ganz gerne an den Kreuzungen, weil die dann sieht man ja an dem, Grünen auf den Straßen, an diesem grünen Bereich. Weil die dann überall, sag ich mal, hinkommen. Ja, machen wir hier. Polizei und Feuerwache nehmen wir. Aber auch die hier, deren. Ja. Sehr schön. Das gefällt mir gut. Und dann könnten wir von hier noch eine Straße ziehen in diese Richtung.
Wenn wir die jetzt so ziehen würden, wir machen hier mal ein Stück weiter. Ungefähr. Müssen wir leider gleich mal eben abwarten, bis wir genug Geld haben. Ich glaube, so wäre die auch relativ gerade parallel zu dem, zu den anderen, die wir hier unten jetzt, ich wollte gerade mit dem Finger hinzeigen, aber das könnt ihr ja gar nicht sehen, zu denen hier, die wir dann natürlich noch ein Stück weiter hier runterziehen. Ich glaube, das wäre relativ parallel. Haben wir leider nicht genug Geld für gerade. Wir haben zu viel in die Dienstleistungen für unsere Bürger investiert. Aber das ist ja nicht so schlimm. Dafür zahlen die ja auch Steuern. Apropos Steuern. Die mache ich immer ganz gerne. 11, 12 und 13. Damit bin ich immer ganz gut gefahren in letzter Zeit. Und deswegen machen wir das auch so. Wir können auch hier schon wieder neue Gebäude hinbauen, also neue Gebiete zuteilen. So, natürlich auch hier Wasser hin und wir müssen mal eben die Budgets erhöhen, sehe ich. Für Strom setzen wir auf 100%, würde ich sagen. Reicht das? Jo, das reicht erstmal. Und hier machen wir mal 70%, das müsste auch erstmal reichen. Kurz abwarten. Ja, es reicht locker. Sehr schön. Und dann sollten wir tatsächlich mal eine Straße bauen, denn ich würde sagen, wir machen das ganz einfach. Wir machen, hier ziehen hier eine Straße durch, hier schon. Machen wir das hier schon. Allerdings eine kleine, wir brauchen ja nicht überall große Straßen. Ziehen hier eine Straße durch, 600. Und machen das gleiche hier auch. Ziehen hier ein bisschen weiter, aber wir wissen dann ja, wo wir. Da. Sieht das richtig aus? Nee, das sieht nicht richtig aus. Das ist eine kleine Straße. Wir müssen natürlich eine große nehmen. So sieht es richtig aus, ne? Ja. Das sieht mir richtig aus, genau. Obwohl wir hier natürlich auch eigentlich hier eine kleine hätten nehmen können. Das hier als große. Diese hier. Also sozusagen später als Hauptstraßen. Gerade die hier. Die hier und die hier plus hier hin können wir noch eine hinmachen und könnten das hier einfach als kleine machen und haben so, würde ich sagen, so machen wir das auch. Allerdings geht das nicht. Das lassen wir dann erstmal frei. Vielleicht fällt uns hier noch irgendwas für ein, was wir hier machen können. Hier können wir vielleicht ein Busdepot hinstellen. Das werden wir ja früher oder später auch brauchen. Oder das Straßenbahndepot oder allgemein Straßenbahn-Busdepot, obwohl ich das ganz gerne schön mit dem Hauptbahnhof alles zusammen auf einem Fleck hätte. Was letztendlich dann auch ein bisschen größer werden würde. Ich glaube, das könnte ich mir ganz gut hier hinten vorstellen. Hier in diesem Bereich. Oder hier. Müssen wir mal gucken einfach, wie wir das machen. Aber das, genau, das lassen wir so. Hier lassen wir erstmal frei. Hier können wir gleich ein bisschen Waldgebiet oder irgendwas reinmachen. Vorerst. Und das machen wir als Hauptstraßen. Das hier natürlich auch eine Hauptstraße. Und setzen hier zwischen kleinere Straßen. Könnten wir natürlich trotzdem auch setzen. Hier. Warum nicht? Brauchen wir eh noch Platz für die Einwohner. Können. Das hier auch nochmal. Den Zipfel machen wir weg. Ja klar, wieso nicht? Das können wir doch so machen und später können wir uns ja immer noch entscheiden, ob wir hier vielleicht einen so setzen oder irgendwas. Müssen wir nachher gucken, wie das aussieht. Ob das Sinn macht. Verteilen jetzt mal eben kurz Wasserleitungen.
wir ja auch immer. Das Gebiet auch komplett. Dafür haben wir noch nicht genug Geld, aber das ist egal. Setzen wir hier schon mal zumindest in diesem Bereich die Wohnhäuser. Dann können wir da schon mal wieder ein paar Einwohner einziehen lassen, ein paar zukünftige Einwohner. Und wann ist eigentlich das nächste Aufstieg, Stufenaufstieg oder Meilenstein heißt es ja hier bei 1600. Ja, muss man eben kurz einen Schluck trinken, wenn man so viel redet, dann wird der Mund immer so trocken. Das gute stille Wasser. Dann erhöhen wir nochmal das Strombudget ein bisschen rechtzeitig. 120% sollten hier vorerst ausreichen. Ungefähr 120. So, mittlerweile machen wir auch einen Plus von fast 3000 Euro die Woche. Oder was auch immer das für eine Währung eigentlich sein soll. Wir nennen es mal einfach Euros jetzt. Das ist schon mal nicht schlecht. Das gefällt mir. So, wir können hier schon mal... Naja, das macht hier jetzt noch keinen Sinn. Doch, generische Industrie wäre das hier ja jetzt. Forstwirtschaft. Lass uns mal schauen, ob wir hier irgendwo... Was wir denn wo setzen können. Oh, hier, guck mal. Forstwirtschaft hier. Das passt natürlich perfekt auch mit der Bahnstrecke hier durch. Da können wir hier einen kleinen Bahnhof setzen, einen Güterbahnhof. Und dann müssen die LKWs zum einen nicht immer hier aus der Stadt raus. Dann haben wir hier ein bisschen Entlastung. Und dementsprechend müssen natürlich auch nicht so viele wieder da rein. Das ist natürlich optimal. Und dann können hier vielleicht von hier welche auch statt aus der Stadt rauszufahren. Zu dem Bahnhof müssten wir natürlich gucken, ob das hinhaut. Sonst haben wir die ganzen LKWs alle hier rumfahren und haben trotzdem Stau. Da müssen wir nach gucken. So, was haben wir noch? Öl haben wir hier. Und hier. Hier haben wir Erz. Landwirtschaft haben wir hier, beziehungsweise fruchtbares Land für die Landwirtschaft. Und ja, Forstwirtschaft haben wir natürlich sehr viel. Hier ist auch nochmal Erz. Hier ist noch Öl. Jede Menge Forstwirtschaft. Da haben wir auch nochmal Erz und Öl. Hier ist auch jede Menge Erz und Öl. Das ist natürlich super. Das gibt, das würde jede Menge Steuern geben. Aber damit wären die Einwohner natürlich auch nicht so zufrieden. Aber das nützt nichts. Wie sieht das aus mit der Bildung? Eine Oberschule können wir noch nicht bauen. Erst ab 1600. Da sind wir bald. Das ist super. Und dann schauen wir mal, was wir hier denn schon haben. Hier habe ich auch so ein paar Sachen. Oder was heißt ein paar? Eigentlich sehr, sehr viele Mods. Ah, da kann ich leider noch nicht hin. Schade. Ja, ich habe einiges runtergeladen. Vieles können wir jetzt leider noch nicht sehen. 1600, 2800, 5500. Ja, es dauert leider noch ein bisschen. Aber bauen können wir die ja jetzt aktuell sowieso noch nicht. Also von daher ist das nicht so schlimm. Wir haben wieder genug Geld. Wir können unsere Wasserrohre legen. Und können auch dieses Gebiet hier kennzeichnen. Für... neue Einwohner. Da machen wir auch mal was hin. Müssen wir den hier mal noch weg. Und ich glaube, das ist gar nicht so eine schlechte Idee, wenn wir das hier mit den Kleinen lassen, zwischendrin. Das reicht ja hier vollkommen, wenn wir hier die großen Straßen haben. Was ist denn hier los? Die Polizeiwache brennt. Tja. Auch nicht schlecht. Ja, kannst dich mal bei den Kollegen von gegenüber bedanken. Es sieht schon, finde ich, sehr, sehr gut aus. Hier ist so viel los, jetzt schon. Das ist der absolute Hammer.
Ja, gefällt mir richtig. Hier brennt es auch schon. Wie gut, dass wir so eine große Feuerwehr haben. So, wir brauchen noch ein bisschen Industrie, sehe ich gerade. Also ich baue ja, Industrie baue ich ja immer sehr ungern. Ne? Diese Umweltverschmutzung, das ist... Aber es nützt ja nichts. Es nützt ja einfach nichts. Aber wir können... Ja, siehst du, jetzt habe ich eben noch hier von der Forstwirtschaft gesprochen. Das habe ich ganz vergessen. Aber die machen wir auch noch auf jeden Fall. Definitiv. Und... Nein. Leute, seht ihr das? Leute, seht ihr das? Ich fasse es nicht. Es gibt einen Wetterzyklus? Und wir haben, also... Was? Winzige Kleinstadt, 1600 Einwohner haben wir erreicht. Wir haben Dekorationen freigeschaltet, einzigartige Gebäudestufe 2. Neue Richtlinien. Und wir haben neue Gebäude. Wir können nämlich jetzt Oberschulen bauen. Aber... Ist das genial? Leute, ist das bitte genial? Auch das habe ich nicht gewusst. Und hier, oh, guckt euch mal an, wie das hier wirklich auf der Straße blendet. Wenn das Licht da drauf kommt, die Sonne. Und wie ist das geil? Euch das bitte an. Ich flipp aus. Das ist ja aber mal bitte richtig geil. Also es tut mir leid, dass ich gerade so überwältigt bin, sag ich mal. Aber das habe ich nicht gewusst. Das habe ich nicht gewusst. Ich habe mich nicht informiert, was es da alles Neues gibt. Also wie gesagt, ich wusste ja, dass es Maps mit Schnee gibt. Mit Schneegestöber. Aber das ist hier... Also das finde ich richtig gut. Und auch wenn man sich das mal von hier jetzt anguckt. Du siehst es auf den Straßen, dass es hier regnet. Also das finde ich sehr, sehr geil. Richtig gut. Also das... Klasse. Nee, das gefällt mir echt gut. Und das verändert das Spiel nochmal wieder, muss ich echt sagen. Das, ich bin gerade etwas schockiert, weil ich das... Ich habe es nicht mitgekriegt. Liebe Leute. So, wir bauen hier... Oh, Wahnsinn. Unsere Oberschule bauen wir hier hin, neben die Grundschule, würde ich sagen. Machen wir das so oder machen wir das nicht so? Oder setzen wir die hier? Nee, wir setzen die hier hin, das macht einfach mehr Sinn. Weil wir dann weiter nach rechts oben in die Richtung kommen. Hier. Mal gucken. Würde ich sagen, setzen wir hier hin. Dann freuen sich alle drüber. Ja. Und dann gucken wir mal, was haben wir denn für Dekorationen jetzt schon freigeschaltet? Hier, die Steine, die habe ich mir runtergeladen. Da freue ich mich auch schon drauf. Da können wir richtig schön was dekorieren. Was ist das hier noch? Das sieht aus wie ein bisschen Stroh. In verschiedenen Farben. Bäume hatte ich mir, glaube ich, auch. Genau, Bäume hatte ich mir auch runtergeladen. Also kleine Büsche. Jede Menge, wie man sehen kann. Das hatten wir gerade schon. Und hier habe ich mir auch ein paar Sachen runtergeladen. Wir schauen mal, ist da schon was für uns dabei, was wir hier nutzen können? Wir müssen einmal das Budget für Strom erhöhen. Wir machen jetzt direkt 150% und müssen dann beim nächsten Mal leider ein weiteres Kraftwerk bauen. Und es nützt nichts, wir müssen es jetzt bauen. Schade, schade. Wo ist es denn? Und wir können es uns nicht leisten aktuell. Da müssen wir das erste Mal einen Kredit aufnehmen. Schade, aber das nützt nichts. Nehmen wir den kleinen. Ja, komm, wir nehmen den kleinen erstmal. Wollen uns ja nicht direkt in den Ruin treiben.
Das regnet ja immer noch. Das schüttet hier ja wie aus Eimern. Das ist ja wie in Deutschland. Hammer. Richtig geil. Das wird ja immer mehr hier. Guckt euch das mal an. Ha, geil. Vielleicht sollten wir eine Firma bauen, die Regenschirme verkaufen kann. Das wäre hier vielleicht nicht schlecht. Das könnte was werden. Wäre eine super Geschäftsidee, glaube ich. Nee, gut. Ja, ihr merkt, ich bin immer noch sprachlos eigentlich. Dann macht das gleich noch viel mehr Spaß, das Spiel. Wenn man, vor allem, wenn man sich auch anguckt, wie das grafisch umgesetzt ist. Auf den Straßen hier, das ist ja der absolute Knaller. Nee, gefällt mir richtig gut, finde ich klasse. Und ich komme aus dem Staunen gar nicht mehr raus, aber es nützt nichts, wir müssen weiterbauen. Wir können das Budget für Strom erstmal wieder ein bisschen senken, denn wir haben jetzt ein zweites Kraftwerk. Kann ich auf 100% runterstellen, oder wie sehe ich das? Lassen wir bei 100%. So, was wollte ich denn jetzt? Wir haben hier noch ein bisschen Gebiet gekennzeichnet für das Gewerbe. Wir können ein bisschen dekorieren, denke ich mal. Einfach mal ein paar Bäumchen setzen. Müssen wir mal gucken, welche. Haben wir hier von dem. Hier ist ein Busch. Summer Tree passt zwar jetzt nicht unbedingt, aber. Wenn wir den hier setzen. Ja, kann man jetzt leider nicht sehen, ist Nacht. Müssen wir mal einen kleinen Moment warten und dann gucken wir uns die mal an.